Einen schönen guten Tag zusammen. Willkommen zurück zu Green Hell. Und ja, wir sind noch da, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Und zwar hier bei uns in die erste Basis. Muss gleich die erste Basis gewesen sein, ne? Wo wir eigentlich da hin sollen, zum Lambda. Ja, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe mich tatsächlich ein bisschen gespoilert in der Hinsicht, dass ich mal kurz auf... Ich habe mal im Internet gegoogelt, Mensch, da gibt es ja garantiert eine Karte von Green Hell, wo so bummelig was ist. Und ja, gibt es. Ich habe mal ganz kurz raufgeguckt und habe mir tatsächlich eine Position gemerkt. Ich habe mir sensationellerweise eine Position gemerkt. Und zwar nämlich die Position des Jeeps. Es gibt tatsächlich auf der Map einen Jeep. Ich kenne das noch aus dem Survival-Part oder aus dem Tutorial. Ja, aus dem Tutorial nicht, aber aus dem Survival-Part. Da konnte man tatsächlich irgendwo im Dschungel einen Jeep finden. Und den habe ich ja bis jetzt nicht gefunden. Und naja, den habe ich mir auf der Karte mal angeguckt. Und da werden wir jetzt gleich mal hinlatschen. Ich muss einmal kurz schauen, wo wir uns denn rumtreiben. Wir sind ja 42,25. Hallo? So, 42,25. Das heißt, wir sind 25. Wir sind da. Gut, das heißt, wir müssen einen kleinen Umweg laufen. Wir müssen im Prinzip so Richtung... Ich habe die Koordinaten jetzt hier aufgeschrieben. Aber so in die Richtung 43,17 so in dem Dreh. 43,17, also wir müssen am besten erstmal von hier aus Richtung wir müssen erstmal Richtung Nordwesten. Richtung Nordwesten. Das ist da. Also einfach hier von hier aus straight geradezu. So. Wieder bei bestem Wetter natürlich. So. Ja, und da sollten wir den Jeep finden. Wenn wir den Jeep finden, schätze ich mal. Ich weiß es nicht. Also ich habe mich da tatsächlich nicht spoilern lassen. Aber der Jeep ist ja eigentlich das, was wir gesucht haben, weil ich denke mal, dass der Jeep die Quelle von Benzin sein könnte. Wenn wir Benzin finden, kriegen wir den Aufzug oder können wir den Aufzug bedienen. Wenn wir den Aufzug bedienen können, kommen wir sicherlich ins Tal runter. Und ich behaupte mal, dass wir da sicherlich auch den Kletterhaken finden. Behaupte ich jetzt mal. Ich weiß es nicht. Also da habe ich mich tatsächlich nicht spoilern lassen. Das Einzige, was ich eben halt weiß, ist, wo der Jeep ist. So, das ist das Einzige, was ich tatsächlich jetzt erstmal fürs Erste herausgefunden habe. Mehr wollte ich dann auch nicht spoilern. Ich wollte mir auch eben nur so einen kleinen Kick geben, damit ich dann direkt den richtigen Weg finde. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, warum wir den Jeep noch nicht gefunden haben. Und ich will hoffen, dass er da ist. Es kann natürlich auch sein, dass er nicht da ist. Das wäre natürlich dann ganz schön kacker. Aber wir werden sehen. Das werden wir sehen. Und ich denke mal, das wird auch so in etwa kommen, weil das Ding ist nämlich ja auch, dass... Geht das jetzt hier hoch? Ich glaube, darunter geht's. Nee, ich glaube, da waren wir schon richtig. Ich glaube, es geht hier nach oben. Und dann geht's, glaube ich, da lang. Oder? Nee, es muss ja... Der Richtung muss es sein. Hä? Ist das hier jetzt, oder... Naja, ich glaube, das ist doch runter. Ah, okay. Was wollte ich sagen? Wenn ich mir so die Map angucke und wo man halt überall mit dem Kletterhaken hinkommt und wo man durchgeht. Guck mal, wenn man sich das mal hier so anschaut. Nehmen wir jetzt mal an, wir finden jetzt hier den Kletterhaken. Das heißt, wir kommen hier raus. Wir würden dann hier hingehen, Kletterhaken, hier runter, hier wieder hoch. Versteht ihr? Also sonst hast du nirgendwo Kletterhaken. Du hast nur hier an dieser Stelle hast du Kletterhaken. So, und deswegen schätze ich mal... Und deswegen macht das auch durchaus Sinn, dass wir halt die Abkürzung gehen können. Aber wir werden es erfahren. Wir müssen es mal gucken. Ich weiß ja auch nicht, was wir da sonst noch sehen. Aber ich habe eben halt so den Gedanken, dass wir da auf jeden Fall auf Benzin stoßen werden. Und da freue ich mich schon drauf, weil wir haben echt lange gesucht. Und ich wundere mich wirklich, dass ich bis jetzt eben noch nicht den Jeep gefunden habe. Wir haben ja nun wirklich schon ordentlich was gesehen. Aber wie ich ja schon sagte, eventuell soll der Jeep wohl irgendwo hier in diesem Bereich sein. Hier wo, so in dem Dreh. Und mich wundert es, dass wir da nicht so drüber gestolpert sind, weil wir sind hier so längst marschiert. Da hätte man das eigentlich sehen müssen. Und wir sind ja hier auch schon längst gelaufen. Also das ist merkwürdig, dass ich es da nicht gesehen habe. Deswegen macht mich das auch so ein bisschen
macht mich das auch so ein bisschen stutzig. Und ich will hoffen, dass wir tatsächlich den Jeep finden, weil, ja. Nicht, dass ich mich da doppelt und dreifach verguckt habe. Ein Stein, ey. So. So, wo muss ich jetzt hier hin? Ich muss hier hin Richtung... da wäre Richtung Norden. Das heißt, wir müssten von hier aus erstmal gleich rechts rum und von hier aus Richtung Nordosten. Nordosten. So grob Nordosten. Das heißt eigentlich in die Richtung. Aber dann müssen wir hier erstmal an dem Fels vorbei. Können wir gleich nochmal prüfen. Möglichst wenig laufen. Möglichst wenig Stamina verbrauchen. Ist immer ein bisschen langweilig anzusehen, aber das ist mir dann auch sicher, weil ich meistens sowieso in jede erdenkliche Schlange reinlaufe und einmal wegen Stamina und dann einmal wegen Schlangenproblem. Da können wir uns mal gleich mal die Kokosnuss noch reingönnen. So. Wenn der mal nicht runterfällt. Warte mal. Ich pack die mal. Hier vorne ist mein. Nicht, dass wir sie noch verlieren. Wäre schade drum. So, einmal trinken. Mal. Geht doch. So, ein bisschen Energie tanken. So, Nordosten hatte ich gesagt, ne? Das ist da hinten. Gehe ich hier rüber? Ich glaube, ja. Ja, doch. Wir sollten rübergehen. Dann sollte man eigentlich schon auf der richtigen Seite sein. Ich gehe mal gediegen aus dem Weg. Wir haben ja schon zwei gekillt. Wo bist denn du? Da hinten, ich sehe. Lass ihn mal in Ruhe. Wir haben ja schon zwei gekillt. Oder drei? Müssen eigentlich schon drei gewesen sein mittlerweile. Ich will es ja nicht. Ne? Ich muss ja nicht sein. So, weiter Richtung Nordosten. Ja. So. Wo sind wir denn jetzt hier? Wir sind jetzt hier 4619. 4619 in dem Bereich. Also noch weiter Richtung Nordosten. Okay. Eine Kokosnuss, was ist denn hier los? Ah, doch nicht. Keine Kokosnuss. Ausschlürfen können wir ihn schon. Oh, das klingt vielleicht ein bisschen verkehrt. Ausschlürfen können wir ihn schon. Egal, lassen wir das. Diskutieren wir das nicht aus. Passt schon. So. Bin mal echt gespannt, ob wir den Jeep finden. Pass mal auf, wir stehen gleich so mir nichts, dir nichts einfach so davor und denken uns so, ja Mensch. Boah, das hätte schon wieder ins Auge gehen können. Ich reagiere immer möglichst gar nicht oder versuche dann immer zu hören, wo sie herkommt. Und dann sind wir meistens schon gebissen worden. So, Nordosten.
Ja. Nordosten. Hier sind wir vorhin vorbeigekommen, oder was heißt vorhin, aber die Tage irgendwann. In der letzten Folge oder vorletzte Folge. Ah, hier ist auf jeden Fall so eine Zeltplane. Und hier sind wir auch schon dran vorbeigekommen. So, 43,16. 43,16. Wir hätten eigentlich schon längst 43,16. Ein Stückchen Richtung Süden. Warte mal. 44,16. 44,16. 43,16 sagte ich, ne? 43,16 sind wir jetzt. 43,16 und 44,16 soll das Auto sein. Das wäre also ein Stückchen Richtung Westen. In die Richtung. Ich habe da kein Auto gesehen, tut mir leid. Gehen wir hier nochmal lang, Richtung Westen. Ja. Vielleicht ist ja doch noch irgendwo ein Auto. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. 44,617. Hier. Ah. Dann stimmen die Koordinaten aber auf der Karte nicht so wirklich. Aber wo sind wir jetzt hier? 44,16 hatte ich mir aufgeschrieben. Da stand man nämlich auch so bei der Karte mit bei. Wir sind bei 44,17,5. Naja, gut, okay. Wollen wir nicht so sein. Guck mal, Treibstoff. This might come in handy. Ja. If there's a Jeep here, who knows what else I can find. So, Bidon. Schmerzmittel, Schnecke lassen wir mal da. Snack, haben wir da noch was drin? Irgendwie was Schönes? Nee. Mensch, du. Endlich. Endlich haben wir mal irgendwas Nettes gefunden hier. Gut, wir müssen mal kurz quatschen. You're not gonna believe what I just found. A city made of gold. Fast. What? No, no, it's a Jeep. Well, it's not running anymore, but, you know, there's some useful stuff in it. So it's good news, right? I think so. There's one thing that bothers me, though. I found something that looks like a listening device connected to the walkie-talkie. Crazy, right? That's not good. Do you think someone might be listening to us? Oh, wer weiß das schon? Keine Ahnung. I don't know. This isn't the first strange thing I found in the jungle, you know. Okay, fair enough. So, was hatten wir hier noch? Treibstoff. Hey, Mia, I found some fuel. I can finally try to get that elevator up and running. Do you think that's a good idea? Na klar doch. Yeah, I mean, someone built an elevator in the middle of the jungle. It has to lead to something I could use. Ja, schauen wir mal, ob das wirklich alles so gute News sind. So, haben wir natürlich wieder nichts mitgenommen hier. Wir fallen in 20 Stunden, das sollen wir uns mal gleich mal einverleiben. So, und wir brauchen auch noch was zu trinken. Ach, guck mal, das haben wir draußen dran, ja, das ist ja praktisch.
Das ist ja praktisch, dass wir es einfach so mit ranhängen können. Weil sonst sagt er immer gleich überladen. Aber da können wir uns mal eben ein bisschen Treibstoff mitnehmen. So, okay, gut. Wir sind jetzt gerade 44,17. 44, ah, guck mal, das ist auch eingezeichnet. So, wir müssen jetzt zu 41, der seht ihr ja selber, 41,18. Das heißt, wir müssen ein Stückchen Richtung Osten. Auf jeden Fall erstmal Richtung Osten. Jo, ich glaube, wir gehen von hier aus erstmal Richtung Osten. Vielleicht einen Tick Süden, aber erstmal Richtung Osten. So, in die Richtung. Siehst mal, da haben wir da auch den Jeep gefunden, endlich. Aber siehst mal, wir waren ganz in der Nähe. Also wir waren nicht so wirklich weit weg. Wir hätten uns nur ein bisschen besser umschauen müssen und schon hätten wir es gefunden. Und dafür haben wir jetzt 30 Milliarden Folgen gebraucht. Wobei ich sagen muss, 30 Milliarden Folgen habe ich auch deswegen gebraucht, weil ich einfach überleben musste. Das war ja zwischendurch ja auch nicht immer mal so einfach. Und das gehört eben halt auch ein bisschen dazu. So, ich glaube, wir können Südosten so ein bisschen. Dann würde ich mich auf alle Fälle. Wir haben ja zur Not noch ein Bett da. Das sollte gehen. Zur Not pennen wir eben halt da, das passt schon. Sind wir überhaupt noch richtig? Ja, ne? Ich glaube, ich bin ja nicht ganz richtig. 41,19. Wir müssen ein bisschen Richtung Norden. Nordosten. Richtung Nordosten. Da ein bisschen die Richtung. Okay, nee, wir müssen noch einen Schritt weiter. Okay, gut. Weiß ich aber jetzt auch grob, wo wir sind. Müssen wir eigentlich nur dem Felsen hier folgen, dem Berg folgen. Dann geht das schon. Dann sind wir gleich da. Und dann haben wir das endlich mal gebacken gekriegt mit diesem komischen Generator. Meine Güte. Diesmal. Mal eben spontan befüllt. Danke Anwesenheit. So. Dann schauen wir auch mal, ob der Aufzug funktioniert. Puh. Oh ja. Endlich mal geht's mal ein bisschen voran. Und ich dachte, Mensch, irgendwie will mich das Spiel foppen. Bin ich nur mal gespannt, wo wir hinkommen. Weil ich mal das, was wir so bis jetzt oder was ich bis jetzt so gesehen haben, das kannte ich so ganz grob. Aber eben halt auch nur ganz grob. Und jetzt sind wir tatsächlich in einem Bereich, den ich noch gar nicht kenne. Ich folge einfach mal dem Pfad hier. Dem Holzpfad, das kann ja nicht verkehrt sein. Wir werden irgendwo landen, bei einem kleinen Dorf oder sowas. Vielleicht. Ich folge dem einfach mal. Sollte ja nicht so verkehrt sein. Ich will nur hoffen, dass wir nicht auf irgendwelche Drogendealer, beziehungsweise auf die Leute treffen, die das Ganze hier gebaut haben und die Drogen angebaut haben. Wobei in dem einen Blatt stand, dass die meisten wohl gestorben sind. Also vielleicht sieht das dann doch ganz gut aus. Also gut aus, dass wir da nicht angegriffen werden, das meine ich.
So. Wir müssen auch nochmal sehen, dass wir uns ein bisschen verpflegen. Also wenn wir hier irgendwo wieder ein Dorf finden. Dialog freigeschaltet. Ich habe eine illegale Goldmine. Woher weiß denn, dass es eine Goldmine ist? Mia, you're not gonna believe this. Looks like I found an illegal gold mine. The jungle is full of surprises. Anything of interest there? Das ist noch nicht. I'll let you know. Woher weiß denn, dass es eine Goldmine ist? Ich hätte jetzt tatsächlich auf ein anderes Drogenlabor oder sowas gewettet, aber... Man lernt ja nie aus. Woran erkennt man hier eine Goldmine? An dem Gold. Okay. Neuer Ort entdeckt. Ich frage mich nur gerade auch, wie lange das Benzin hält. Ob wir jetzt, weiß der Geier, wie oft hoch und runter fahren können mit dem Aufzug? Ach, er hat das daran erkannt vielleicht? Hier ist auch noch ein Generator. Den sollen wir sicherlich nicht... Ne, den können wir nicht starten. Ich würde auch ganz gerne erstmal gucken, ob wir vielleicht hier... vielleicht irgendwelche Betten finden, damit wir hier auch pennen können. Respektive was kochen können. Na gut, gehen wir erstmal hier rumgucken. Gehen wir erstmal im Lager gucken. Hier können wir zumindest speichern. Ah, sehr geil. Ich will hier... Danke. Dialog freigeschaltet. Looks like someone was attempting, blood transfusion here. There's a lot of it. On the chair and the floor. I doubt any of the patients actually survived. Why would they do that? I wish I knew. Or, on second thought, maybe I don't. Notiz. Lesen. Gruppe 1, Arnoldo, großer Kerl. Tullio, alt. Pferdeschwanz, Erasmo. Kamera, Rotschopf. Gruppe 2, Männer. Pipapo, Frauen. Pipapo, Amerikanerin. Kind. Tattoo, Flachbrust. Dieser Flachbrust ist aber auch sehr nett. Blanca, Pinko heiß. Dünne Blondine, groß, schwarz. Das waren anscheinend die Leute, die hier gewesen sind. Aber waren das jetzt alle... Aber Kind... Ich weiß nicht, das klingt nicht danach, als wenn das irgendwelche Drogendealer sonst was gewesen sind. Also, Dosenmilch. Oh, cool. Sonst ist hier nichts weiter. Bluttransfusion. Da liegt das Ding mal eben hier so einfach rum. Und das alles, den Aufzug in einer Folge und den Kletterhaken in einer Folge. Oh mein Gott. Oh, ist das schön. Oh, wonach wir so lange gesucht haben. Aber ich hab trotzdem recht gehabt. Ne? Ich habe gesagt, Mensch, lass uns mal den Jeep finden. Da ist garantiert Benzin drin. Dann kommen wir garantiert den Aufzug runter. Und dann finden wir sicherlich den Wurfhaken hier unten. Das war so klar eigentlich. So, was haben wir hier noch? Team 1, Raphael, $30, Humberto, nichts gefunden, nichts bekommen. Ach so, wegen Gold wahrscheinlich, ne? Krank, keine Bezahlung. Okay, da haben sie wahrscheinlich hier alle nach Gold geschürft wahrscheinlich. Deswegen auch Kinder, waren auch Kinder dabei. Ich hätte mich jetzt gewundert, wenn die Kinder dabei gehabt hätten. Und dann hier Drogen verkaufen, beziehungsweise Drogen herstellen, so. Das hätte mich ein bisschen gewundert. Achso, warte mal, hier hatte ich doch irgendwo ein... hatte ich doch irgendwas zum Speichern gesehen. So, dann werde ich das erstmal speichern. Und zwar den Spielstand. Dass wir erstmal hier erstmal safe sind. Hier werden wir auch sicherlich auch irgendwo... Was hatten wir eben gelesen? Nee. Fünfte Woche. Wir haben endlich eine neue Pumpe. Leistet 60 Eimer pro Kopf. Das Team hat in 3 Tagen 150 Gramm gefunden. Ein Haufen Gold. 6. Woche. Das Pensum steigt. 75 Eimer pro Kopf. Jeder muss wenigstens 10 Gramm schaffen, sonst kürzen wir ihre Gehaltschecks. 284 Gramm. 7. Woche. 100 Eimer pro Kopf. 80 Gramm. Diese Faulenzer werden keinen müden Dollar sehen. 8. Woche. 100 Eimer pro Kopf. 2 Männer weniger. Vergiftung. 17 Scheißgramm. 9. Woche. Hundearbeit. Hier gibt es nichts.
zehnte Woche, alle sind krank. Malaria, Quecksilbervergiftung. Ich hoffe, es ist nicht nur irgendeine Seuche. Elfte Woche, die Maschine ist kaputt, alle sind tot. Na schön. Hoffentlich geht uns das nicht auch bald so. Müsste. Müffe, welche Müffe? So, was haben wir hier? Hier ist Tango. Ich habe den Stamm getroffen und bin jetzt beim Kreis. Es ist im Blut, Kinder. Die Kinder sind der Schlüssel. Habt ihr verstanden? Störung. Hier ist Tango. Ich habe den Stamm getroffen und bin jetzt beim Kreis. Es ist im Blut, Kinder. Die Kinder sind der Schlüssel. Habt ihr verstanden? Okay. Okay. Goldbeutel. Dialog freigeschaltet. Rostige Machete. Oh, können wir nicht tragen, schade. Kein Platz mehr, zack. Haben wir auch noch irgendwas? Schokoriegel. Ja, Schokoriegel geht immer. Ich würde ganz gerne was zum Pen finden. Hier ist doch garantiert irgendwo ein Schlafsack oder irgendwie sowas. Irgendwie sowas in so kleine Schlafgelegenheit, weil ich sehe hier sowieso nichts mehr. Oh ja, hier Matratze. Oh, wie geil. Oh, ich finde das so gut. So, erstmal wird erstmal ein bisschen gepennt. Oh, ist das geil. Oh, ist das schön. Super. So, können wir gleich nochmal eine Runde pennen. Bis 6.30 Uhr, dann wird es mich gerade wieder hell. So. Oh, wunderbar. Können wir auch nochmal direkt speichern? Ne, das machen wir gleich. Wir gehen gleich rüber. Trockenfleisch noch natürlich mit. Matratze lassen wir natürlich alles da. Können wir sowieso nicht mitnehmen. Speichern wir nochmal eben ab. Na komm, lass mich hoch. Danke. So, erstmal speichern. Nehmen wir noch den Stand. Ja. Zack. Eben speichern. Oh, geil. So. Über die Goldmine. On a lighter note, I did find a pouch of gold. Really? That's what you're doing now? Looting? Jawohl. If only we had internet access, I would have been able to put it up for sale. And what would you do with all those millions? Achso. Und du wolltest doch mal eine Yacht kaufen. Was meinst du? Würde nach Europa fliegen in einem Privatjet? Na. Vielleicht hast du ja eine Idee. Do you have an idea? It's your money too. I'd get a new car. Ach so. Oh no. I'm not getting rid of my car. I've had that thing since high school, okay? Roxanne's been good to us. She saved us thousands of dollars. When we get back home, you're gonna have to apologize to her just for saying that. Oh, I love our wonderful old car. We go way back. It is a classic. It is a classic. Ja, wunderbar. Gut, sehr cool. Ja, dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle erstmal wieder ein kleines Päuschen. Ah, endlich haben wir einen Wurfhaken. Also ich hatte da ja wirklich drauf gehofft. Ich hatte ja schon so ein bisschen Hoffnung geschöpft, als ich gesehen hatte, oh Mensch, da ist ja irgendwo der Jeep, den ich ja schon mal irgendwann irgendwo irgendwie gefunden habe. Also im reinen Survival-Modus, bevor der Story-Modus kam, hatte ich den ja schon mal gesehen. Aber ich wusste nicht mehr, wo ich den Jeep gesehen hatte. Ich wusste es aus Erinnerung heraus nicht mehr. Und deswegen hatte ich mich dann eben so ein bisschen gespoilert und hatte gehofft, hoffentlich findest du da Benzin. Hoffentlich kommen wir mit dem Aufzug runter und hoffentlich finden wir dann tatsächlich hier unten im Tal tatsächlich den Wurfhaken. Und dass es alles tatsächlich so kommt, das freut mich natürlich wahnsinnig. Vor allem jetzt können wir mal so ein bisschen auch mal ein bisschen wieder, mal ein bisschen spielen. Jetzt sehen wir vielleicht mal ein bisschen was von der Story, will ich hoffen. Ich weiß natürlich nicht, wie lang die Story insgesamt geht, aber oh, wunderbar. Jetzt haben wir erstmal wieder ein Stück geschafft. Jetzt können wir natürlich gucken, was ist mit dem, mit diesem Landa-Bereich. Wo kommen wir da hin? Was müssen wir da machen? Wie müssen wir noch survivalen, etc. pp. Inwieweit kriegen wir noch die ganzen, die Eingeborenen zu sehen und kriegen wir noch richtig Stress mit denen oder haben wir denn das nächste Story-Kapitel? Ich weiß es nicht, wir werden es halt sehen.
Aber erstmal bis hierhin, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge Green Hell wieder. Macht es gut, bis dann. Tschüss.